sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst, den es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest. Schöpfer der Welt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst, den es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute, wo auch immer Sie heute zuschauen. Es ist erst eine Woche her, dass wir Ostern und das Fest der Auferstehung gefeiert haben. Man kann es hier vorne noch ein bisschen sehen. Und die Osterfreude, die klingt noch nach. Was damals am ersten Ostersonntag in Jerusalem passiert ist, das blieb kein einmaliges Ereignis für eine kleine Gruppe von Jüngern. Da lesen wir im Evangelium, da kommt Jesus und tritt selbst mitten unter sie. Und das veränderte alles. Denn das, was hier berichtet wird, das wiederholt sich Sonntag für Sonntag in unseren Gottesdiensten. Jedes Mal, wenn wir uns versammeln, in Präsenz oder über Video, dann kommt der auferstandene Christus in unsere Mitte. Er kommt zu uns mit den Worten: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Besonders begrüßen möchte ich heute Morgen Elena Reh. Sie ist Mitarbeiterin der Allianzmission in Manila auf den Philippinen. Und sie wird heute von sich und ihrer Arbeit dort erzählen. Ich bin gespannt und freue mich schon sehr darauf. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Wir beten.
Lebendiger Gott, wir leben im Licht von Ostern. Wir leben davon, dass der auferstandene Jesus in unsere Mitte kommt. Und so wie die Blumen und die Bäume blühen und die Vögel singen im Frühling, so lass auch uns das Herz aufgehen und unseren Mund singen von dem, was wir erfahren haben. Christus ist auferstanden. Die Schatten des Todes müssen weichen. Gott, wir bitten dich, komm mit deiner österlichen Kraft. Komm in diesen Gottesdienst. Komm in unser Leben und führe uns in die herrliche Freiheit deiner Kinder. Amen. Wir hören nun ein erstes Lied und wer von Ihnen möchte, kann es vor dem Bildschirm mitlesen und mitsingen. Mein Mann und ich, wir waren 13 Jahre in der Mission in Brasilien mit der Allianzmission und ich kann so ein bisschen nachempfinden, wie es für dich ist, in einer anderen Kultur zu leben, eine andere Sprache zu sprechen und ja, viele andere Dinge zu erleben als in deinem Heimatland. Und das bin ganz gespannt, heute von dir zu hören, was du uns zu erzählen kannst und ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet und würde einfach gern mal wissen, woher kommst du eigentlich und was hast du denn schon gemacht? Ich komme ursprünglich aus Nanzenbach, das ist ein ganz kleines Dorf bei Dillenburg aus Hessen und jetzt wohne ich auch gerade in Eversbach, wo die Zentrale von der Allianzmission ist und von da bin ich auch jetzt gekommen. Und in meinem ersten Leben, sage ich mal, habe ich Ergotherapeutin gelernt und war dann noch auf einer Bibelschule, habe noch ein bisschen theologische Ausbildung gemacht und dann auf den Philippinen gelandet. Ah. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Missionarin zu werden? Ich war schon 2003 das erste Mal auf den Philippinen tatsächlich. Da habe ich ein FSJ gemacht
auch mit der Allianzmission. Und ich sage, danach hat Gott mein Herz nicht mehr losgelassen. Also hat es immer, ja, hat ganz viel Geduld mit mir gehabt und hat lange an mir auch gerüttelt und immer wieder gesagt, wie ist es denn jetzt, wie sieht es denn aus? Es war wirklich ein langer Weg und 13 Jahre später bin ich dann wieder auf den Philippinen gelandet. Und so ein Knackpunkt war wirklich, dass ich gemerkt habe, ich habe die Liebe für die Menschen. Es ist nicht nur das Land oder wie schön das auch ist oder dass es tolle Strände gibt, sondern Gott hat mir wirklich die Liebe für die Menschen geschenkt. Und da konnte ich auch nicht mehr Nein sagen und ich bin so dankbar, dass ich da gelandet bin. Du bist Missionarin in Manila, in der Hauptstadt der Philippinen. Was machst du da? Ich bin hauptsächlich involviert gewesen in meinem ersten Term, also in den letzten 4,5 Jahren, in einem Straßenkinderprojekt, was wir aufbauen durften. Da erzähle ich nachher noch was von. Und bin für unsere Short-Term, also für die Kurzzeitmissionare, in der Betreuung zuständig. Und habe im ersten Jahr Sprache gelernt. Vor allem, das ist uns ganz wichtig, die Sprache zu lernen und viel in die Kultur auch reinzukommen in diesem ersten Term. Und so waren meine letzten 4,5 Jahre. Und ich bin wirklich angekommen da und ich hoffe, dass ich im Sommer wieder ausreisen kann auf die Philippinen. Und dann kommen neue Projekte. Ich habe einige Ideen oder wir haben einige Ideen und ich bin gespannt, was Gott dann noch so mit mir vorhat. Wofür schlägt denn dein Herz? Was möchtest du gerne tun? Ich bin ja von Hause aus Ergotherapeutin, also im medizinischen Bereich ein bisschen unterwegs und gerade wirklich medizinische Ausbildung und Bildung unter den Armen, unter denen wir auch hauptsächlich arbeiten auf den Philippinen, das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Wir haben so einige Ideen, da ist noch nichts spruchreif, aber ich bin gespannt, was da noch kommt die nächsten Jahre und dafür schlägt wirklich mein Herz, dass ich mich da investieren kann. Dankeschön. Wir werden jetzt noch mehr von dir hören und auch ein paar Bilder sehen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Sehr gerne. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sigurado po ako na nandito may mga naiintindihan ako, may mga special na pagpabati po sa inyo. Das war Tagalog, eine der vielen Sprachen der Philippinen und eine Sprache, die ich lernen durfte in den letzten Jahren. Ich habe Ihnen gerade einen guten Morgen gewünscht und ein besonderer Gruß ging an diejenigen, die das gerade verstanden haben, was ich gesagt habe. Wie vorhin wurde ich ja schon kurz vorgestellt, mein Name ist Elena Reh, ich bin Missionarin bei der Allianzmission und sehr, sehr froh, dass ich heute hier im Gottesdienst sein darf und etwas über die Philippinen, über dieses tolle Land berichten darf. Unterwegs bin ich mit der Allianzmission, wie gesagt. Wir haben aktuell ca. 190 Mitarbeiter in 26 Ländern. Und jetzt begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise in ein Land, in dem ich seit 5 Jahren das Privileg habe, leben und arbeiten zu dürfen und meiner Meinung nach auch eine der, ja, mit die tollsten Menschen leben. Das ist natürlich sehr subjektiv, diese Meinung. Wir begeben uns auf die Reise auf die Philippinen, ein Land mit mehr als 7000 Inseln, mit ca. 110 Millionen Menschen, die dort leben und wo die Hauptreligion der Katholizismus ist und mit Menschen, die einfach unfassbar kreativ und begabt sind. Und ich bin auch nicht alleine vor Ort auf den Philippinen, sondern ich habe ein Team. Das sehen Sie hier auf dem Bild, das ist die Familie Bauer, Pietschmann, Wiebke Schmidt-Holzhüter und auch noch meine neue Kollegin Nina Vollmer, die sich noch in Deutschland befindet, schon auf gepackten Koffern sitzt und so gerne ausreisen möchte, aber da die Grenzen aufgrund der Corona-Krise gerade zu sind auf den Philippinen, wartet sie noch und wir beten, dass sie bald ausreisen darf. Einen kurzen Überblick möchte ich Ihnen geben über einige der Arbeiten, die wir haben als Allianzmission auf den Philippinen. Hier sehen Sie ein Bild unserer Pastoren im Großraum Metro Manila. Und ein wichtiger Aspekt für uns ist die Partnerschaft mit dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden auf den Philippinen. Die besteht schon seit den 80er Jahren und ist besonders wertvoll und wir haben wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis entwickeln können in den letzten Jahren. Und das ist so eine super Voraussetzung für nachhaltige und sinnvolle Projekte
und wir dürfen einfach sehr viel voneinander lernen. Ein weiterer Fokus von uns ist Bildung. Deshalb haben wir einige Nachhilfezentren, die in den Gemeinden stattfinden. Und dort werden hauptsächlich, das wird hauptsächlich Kindern angeboten, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, die wenig Chancen haben in diesem philippinischen Schulsystem. Genauso haben wir auch noch ein Stipendienprojekt, wo Familien unterstützt werden, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und dort werden nicht nur, wird den Kindern nicht nur die Schuluniform zur Verfügung gestellt und auch Geld, dass sie überhaupt in die Schule gehen können. Die Familien werden auch besucht zu Hause durch unsere Mitarbeiter. Und deshalb ist ein weiterer Fokus einfach Beziehungen. Beziehungen bauen zu den Menschen und die Investition in Menschen. Leider ist auch ein großer Teil unserer Arbeit die Katastrophenhilfe, denn die Philippinen werden jedes Jahr von bis zu 20 Taifunen heimgesucht. Es gibt etliche Erdbeben, Vulkanausbrüche hatten wir erst letztes Jahr, Anfang 2020. Und hier sehen Sie auf dem Bild Katastrophenhilfe, die geleistet wurde erst letztes Jahr im November und Dezember. Da gab es einige Taifune und Überschwemmungen. Und auch da sind wir so dankbar, dass wir durch den Gemeindebund und die Gemeinden vor Ort auf den ganzen Philippinen wirklich Hilfe anbieten können und letztes Jahr vor allem sehr, sehr vielen Menschen dadurch Lebensmittelpakete und notwendige Dinge verteilt werden konnten. Die Philippinen sind ein Land, was geprägt ist von krassen Gegensätzen. Es gibt wirklich die wunderschönste Natur und tolle Strände, Leute machen dort Urlaub. Aber es gibt eben auch die extreme Armut und das ist vor allem geballt in den großen Städten und auch hauptsächlich in der Hauptstadt und der größten Stadt des Landes, Manila. Und da sind wir auch hauptsächlich tätig, in der Hauptstadt Manila, eine Stadt mit über 20 Millionen Einwohnern, das können wir uns so als Deutsche wenig vorstellen oft. Und das bei einer Fläche, die kleiner ist als Berlin. Und dadurch zählt Manila zu einem der dicht besiedelsten Flecken der Welt. Bis zu 48.000 Menschen leben auf einem Quadratkilometer. Und ich habe gegoogelt, Essen hat laut Google eine Bevölkerungsdichte von 2.771 Menschen. Und da gibt es schon einen deutlichen Unterschied. Das ist eine Stadt, die nie schläft. Es viele Menschen gibt, immer und überall, wo es nachts laut ist, die Hähne krähen und Motorräder oder der Flugzeuglärm den Schlaf nicht so ganz ruhig werden lässt. Eine Stadt mit unglaublich viel Verkehr, da kann man für 3 Kilometer auch schon mal eine Stunde brauchen. Und wie gesagt, eine Stadt, wo die Gegensätze von Arm und Reich so dicht an dicht zu erleben sind und einfach unfassbar sind. Und so viele Menschen dort leben in Armut und haben schwere Lebensverhältnisse und so auch hunderttausende Kinder, die auf der Straße leben und in extremer Armut. Die Bevölkerung ist sehr jung, im Durchschnitt nur 22 Jahre alt und deshalb gibt es auch so viele Kinder in Manila. 2019 haben wir die Möglichkeit bekommen, Räumlichkeiten anzumieten und auszubauen, um ein Straßenkinderprojekt zu gründen. Und dieses Straßenkinderprojekt heißt Pag-asa und das bedeutet Hoffnung auf Tagalog. Und wer sind denn diese Kinder, die da zu uns kommen in dieses Straßenkinderprojekt? Das sind die Kinder, die entweder alleine oder mit ihren Familien auf der Straße leben oder auch die Kinder, die den Großteil ihres Tages auf der Straße verbringen, um zu betteln, zu klauen oder wie dieses Mädchen hier zu arbeiten, das verkauft Zigaretten und Bonbons. Das sind die Kinder, die in Abwasserkanälen schlafen und in verlassenen Ecken, die sehr viel Drogenabhängigkeit in ihrem Umfeld erleben oder selbst drogenabhängig sind und die viel Gewalt und Missbrauch sehen und auch selbst erleben und vor allem die der Willkür anderer Menschen so ausgeliefert sind als Kinder. Sind Menschenhändlern ausgeliefert, verschiedenen Banden. Und diese Kinder kommen zu uns ins Straßenkinderprojekt. Damit Sie einen kleinen Einblick haben, wo diese Kinder zum Beispiel leben, das sehen Sie hier. An einem Abwasserkanal sind Hütten so hingeklebt, sage ich immer, an den Rand, zusammengezimmert aus allem, was man so finden kann.
Auf 10 Quadratmetern lebt eine ganze Familie oder zwei. Und da sind auch die Menschen wieder der Willkür anderer ausgeliefert, denn sie wohnen dort illegal, sie haben sich dort illegal angesiedelt und können jederzeit wieder verscheucht werden. Oder die Kinder leben so, die Familie, die sie hier sehen, die lebt einfach nur auf dem Bürgersteig. Hinten schlafen welche, vorne sehen sie Töpfe, das ist die Küche. Hinten an der Wand lehnen Pappkartons, die werden abends einfach auf den Bürgersteig gelegt, um da zu schlafen. Und das ist das Zuhause von manchen Familien und von vielen Kindern. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass die Kinder bei uns im Straßenkinderprojekt Sicherheit erleben. Sie können dort duschen, kriegen einen Satz frischer Kleidung, können sich die Zähne putzen, können schlafen, haben dort einen sicheren Platz, um sich auszuruhen, bekommen auch was zu essen, wir kochen immer zusammen. Und die Kinder, die bringen so allerlei mit, wenn sie kommen, nicht nur die dreckigen Füße oder das erbettelte Geld, was sie in den Hosentaschen haben, sondern auch ihre kleinen Geschwister zum Beispiel, um die sie sich kümmern müssen. Da muss der 9-jährige Junge sich schon um die 2- oder 3-jährige Schwester kümmern. Wir haben dort 5 Mitarbeiter, die sich wirklich mit Leib und Seele investieren. Und da werden so ganz praktische Dinge gemacht, wie die Nägel schneiden und die Wunden versorgen, die Läuse aus den Haaren suchen und so ganz simple Sachen, für uns ganz normale Sachen, wie den Kindern eine Geschichte vorlesen. Hier liest gerade unsere Mitarbeiterin Anna mit so einer Handpuppe den Kindern eine Geschichte vor und die sind ganz begeistert. Und zum Beispiel auf dem nächsten Foto, da sitzt unser Mitarbeiter mit den Kindern auf dem Boden und spielt. Dass jemand mit ihnen spielt, sie beim Namen nennt, sie kennt, aufmerksam ist, das ist für sie sehr ungewohnt. Und vor allem ist es uns ganz wichtig, dass wir den Kindern von Gott erzählen. Von dem Gott, der sie geschaffen hat, der sie liebt, der ihren Namen kennt und der sich was anderes für sie gedacht hat, als das, was sie täglich erleben, zu Hause oder auf der Straße, der ihnen Hoffnung geben möchte. Normalerweise kommen Kids zu uns im Alter von 5 bis 12 Jahren, montags bis freitags. Und ich sage normalerweise, weil wir konnten im Herbst 2019 starten mit unserem Kinderprojekt und dann kam im Frühjahr, im Jahr drauf, Corona. Und damit hat sich alles geändert. Denn die Einschränkungen auf den Philippinen sind sehr hart und sehr streng. Seit März im Jahr 2020 dürfen die Personen unter 18 Jahren nicht mehr aus dem Haus und auch über 60 nicht mehr aus dem Haus. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und das heißt, dass wir auch im Drop-in-Center, im Straßenkinderprojekt, die Kinder aktuell nicht empfangen dürfen. Hier sehen Sie ein Foto vom Verkehr auf den Philippinen, wie er normalerweise ist. Und eine Einschränkung aufgrund der Corona-Krise war auch, dass keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren. Das ist so eine Banalität, aber auf dem nächsten Foto sehen Sie jetzt den krassen Unterschied, was eben die Corona-Einschränkungen oder die Einschränkungen aufgrund von Corona bringen auf den Philippinen. Das habe ich im Mai 2020 aufgenommen, das Foto, da war kein Verkehr mehr. Millionen haben ihre Arbeit verloren und vor allem diejenigen, die sowieso schon von Tag zu Tag leben. Die Krankenhäuser sind überfüllt, im sowieso schon überlasteten Gesundheitssystem. Und die Schulen sind geschlossen und Sie können sich vielleicht denken, dass so ein Homeschooling in diesen armen Vierteln, wo es eine kleine Hütte gibt, keinen Tisch, keinen Stuhl, auf keinen Fall einen Internetanschluss, und die Eltern oft nicht lesen und schreiben können, dass es da schwierig oder eigentlich unmöglich ist, Homeschooling zu machen. Aufgrund der Corona-Krise konnten wir im letzten Jahr einen Corona-Fonds ins Leben rufen als Allianzmission und dadurch vielen Menschen sehr notwendige Lebensmittelpakete verteilen, in den ersten Monaten vor allem. Und hier sehen Sie, da haben wir an Stipendiaten von unserem Projekt Lebensmittel und Reis verteilt. Und da durften wir auch wieder durch unseren Partnerbund vor Ort Menschen erreichen und durch die Gemeinden. Und die haben sich so sehr eingesetzt, das ist wirklich Wahnsinn.
Und nur, dass Sie eine grobe Vorstellung haben, wir konnten dadurch über 20.000 Menschen erreichen, philippinenweit, und ihnen so Unterstützung zukommen lassen und Lebensmittel. Und auch in unserem Drop-In-Center ist alles anders in unserem Straßenkinderprojekt. Hier sehen Sie die Mitarbeiter und wir mussten alles umplanen und uns überlegen, wie wir diese Kinder und ihre Familien erreichen können und sie unterstützen können. Und von Anfang an war unser Gebet, dass wir Beziehungen zu den Familien aufbauen können. Und das haben wir jetzt geschafft, indem wir Elterntreffen ins Leben gerufen haben, die Eltern eingeladen haben ins Straßenkinderprojekt und nicht die Kinder selbst. Und dort gab es nicht nur Lebensmittel, die wir verteilt haben, aber auch Gesprächsangebot und das Angebot, dass wir für sie beten möchten gerne. Und es ist ein riesen Dankesanliegen an Gott, was er da geschaffen hat in den letzten Monaten. Es haben sich einige Leute, haben ihr Leben Jesus gegeben, haben ein neues Leben begonnen mit ihm. Es wird nach Bibeln gefragt. Es wird gefragt, wann wir da endlich einen Gottesdienst anfangen können. Das ist eine riesen Gebetserhörung, wie Gott, auch wenn unsere Pläne so nicht umzusetzen sind, wie er seine eigenen Pläne hat und sie zum Ziel führt und sich verherrlicht dadurch. Und das ist einfach ein Riesengeschenk und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, wie wir in dieses Leben von den Familien wirken dürfen und dadurch auch die Kinder trotzdem erreichen. Und bei allem, was Sie jetzt gehört haben, wie diese Kinder leben, was diese Kinder alles auch ertragen müssen und wie hart das Leben ist, da fällt es uns manchmal auch schwer, sie zu trösten, oder wir kommen da auch an unsere Grenzen als Missionare, als Mitarbeiter vor Ort. Und da tröstet uns selbst immer wieder, dass wir sicher sein dürfen, was hier in 2. Korinther 1 steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und deshalb dürfen wir diese Kinder und ihre Familien in Gottes gute Hände geben, immer wieder. Und weil wir sicher sein dürfen, dass er der Gott ist, der tröstet und er der Gott ist, der ermutigt und Hoffnung gibt. Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Vater, wir möchten jetzt auf dich hören und hören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine Gegenwart und dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, egal wo wir uns gerade befinden. Ich bitte dich, dass du die Worte, die ich sage, dass du sie gebrauchst, dass sie nicht von mir kommen, sondern von dir.
öffne unsere Herzen und hilf uns verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Nun ist es ja wirklich ein Jahr her, gut ein Jahr her, dass die Welt und wir alle in ihr so ordentlich durchgerüttelt wurden, manche vielleicht sogar aus der Bahn geworfen wurden. Im August letzten Jahres bin ich nach Deutschland zurückgeflogen, zu einem Aufenthalt hier, nach fast 5 Jahren Philippinen. Und im Januar 2016 bin ich das erste Mal ausgereist. Kurz nach meiner Ausreise ist meine Oma Else verstorben. Und die Oma ist mit mir früher immer im Wald spazieren gewesen. Oma und Opa wollten immer viel spazieren gehen, was uns als Kindern oft lästig war. Aber die Oma hat immer Naturkunde mit eingebaut in den Spaziergang. Welches Blatt ist von welchem Baum? Zu wem gehört hier diese Frucht? Was ist das hier, was hier am Wegesrand wächst? Und so habe ich sehr viel gelernt von der Oma beim Spazierengehen. Und ich habe gelernt, dass die Frucht oder das Blatt oder die Saat eines Baumes sofort zu erkennen ist und wir wissen können, zu welcher Baumart das gehört. Und in Lukas Kapitel 6, ab Vers 43, lesen wir auch von Bäumen und ihren Früchten. Und ich lese ab Vers 43 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Baum wird an seinen Früchten erkannt. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Vor 2 Jahren, jetzt genau 2 Jahren, bekam ich unerwartet und während ich auf den Philippinen war, eine Krebsdiagnose. Ich war danach in Deutschland für eine OP und weitere Behandlungen und ich bin jetzt seit August, wie gesagt, wieder in Deutschland. Und ein paar Tage nach meiner Ankunft bekam jemand aus meiner Familie eine schwere Krebsdiagnose. Und die ist aktuell in Behandlung und das ist für uns einfach schwer als Familie und das sieht nicht sehr gut aus bei ihr. Und so können Krankheiten, die wir selbst erfahren oder Leute in unserem Umfeld erfahren, die uns lieb sind, diese ganze Corona-Krise, Jobverlust, eine unsichere Zukunft, das sind alles so einschneidende Nachrichten in unserem Leben und Stürme, die vielleicht so Fragen lauter werden lassen wie, welche Frucht bringt denn mein Leben? Können denn Menschen um mich herum sehen, zu welchem Baum ich gehöre? Dass mein Leben Jesus gehört. Und da frage ich uns alle, welche Früchte denn unser Leben hervorbringt und ob die anderen in unserem Umfeld auch erkennen, zu wem wir gehören, anhand unserer Taten, unserer Worte. Und die Frage auch, wie bringe ich denn gute Frucht, Frucht, die bleibt? Und Jesus gibt hier in den Versen danach eigentlich so eine ganz simple und überführende Antwort oder Aufforderung. Da sagt er, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Also Jesus sagt hier, komm zu mir, hör auf mich und tu das, was ich sage. Hör auf mich, komm zu mir und tu das, was ich sage. Wir lesen, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Und ich merke, wenn ich in mein Herz gucke, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht immer mit Gutem erfüllt nur. Da ist so viel, was ich nicht möchte, dass das andere Leute sehen. Und deshalb sagt Jesus, komm zu mir, weil er uns verspricht, dass wir neue Menschen sind, wenn wir seine Kinder werden, dass er unser Herz verändert, uns ein neues Herz schenkt, wenn er unser Retter ist, unser Erlöser, unser Messias.
und wir unser Leben geben können. Wir können nicht einfach so gute Menschen aus uns heraus selbst sein, aber wir dürfen unser Herz verändern lassen durch seine Gnade, dass das Herz überfüllt ist mit Gutem, überfließt und nur Gutes rauskommt. Und Jesus sagt, dass der Mensch, der zu ihm kommt, ihm, dem Erretter, auf ihn hört und tut, was er sagt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Und wenn dann das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Und sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Schon früher als Kind, als ich das Gleichnis gehört habe und auch lange Zeit danach, hat das bei mir immer so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, muss ich ehrlich sagen, weil das Gleichnis aufhört mit diesem Bild oder das Beispiel von dem Mann, der sein Haus nicht auf felsigen Grund gebaut hat. Aber eigentlich ist das so ein Hoffnungsgleichnis, weil was für eine Hoffnung ist das, die Jesus uns da anbietet und aufzeigt. Gott gibt uns nämlich das Angebot, auf ihn selbst zu bauen. In diesem Gleichnis vergleicht ja Jesus das Leben mit diesen zwei Männern, die ihr Haus bauen. Der eine auf festem Fundament und der andere ohne Fundament. Und das tief ausgeschachtete Fundament des einen, das hat Bestand und dadurch hält das Haus allen Stürmen stand. Und ich wurde beim Lesen des Bibeltextes nochmal an meine Kindheit erinnert. Und zwar an ein Kinderbuch, das auch von dem Gleichnis erzählt und vielleicht kennen Sie das ja sogar. Ich habe mich erinnert, was Sie hier auf dem Foto auch sehen, wie dieser Mann so schwitzend und ächzend und mit viel Mühe dieses Haus baut. Es war mühsam und sein Körper tat bestimmt nach der Arbeit weh vor Anstrengung. Und wenn Jesus hier von diesem Tiefausschachten redet, dann fordert mich das heraus. Das fordert mich heraus, tief zu graben und auch zuzulassen, dass Jesus mich tiefgreifend verändert, eben ein neues Herz schenkt. Und da bekommt das Haus von außen nicht nur so einen schönen Anstrich, sondern es geht um grundlegende Veränderungen. Auf den Philippinen leben ja viele Menschen in sehr armen Verhältnissen und in diesen armen Vierteln können sich die Leute es eigentlich nicht leisten, so ein Haus oder die Hütte grund zu sanieren. Vielleicht kann man sich aber mal so einen Topf bunter Farbe leisten und dann streicht man das Haus damit an, dann sieht es schöner aus. Aber das ist ja nur das Äußerliche und an der Grundstruktur und dem Fundament hat sich dadurch ja nichts geändert. Bin ich also bereit, mich wirklich von Jesus tiefgreifend verändern zu lassen und auf das zu hören, was er sagt und zu tun, was er sagt? Und das sind so ganz konkrete Anweisungen, die Jesus uns eigentlich gibt, aber das kann auch wehtun und anstrengend sein, so wie eben so ein Hausbau mit dem Ausschachten eines tiefen Fundamentes. Aber Jesus sagt uns, dass das Haus, was auf festem Grund gebaut ist, es hält. Wenn das Hochwasser kommt, Stürme in unserem Leben und an dem Haus rütteln und die Wellen so hoch sind, dass es scheint, dass wir dem ausgeliefert sind, dann bleibt das Haus stehen. Stürme wie die Unsicherheit, die wir selbst alle gerade erleben. Ich sehe sie jetzt nicht und ich kenne sie alle nicht und jeder hat viel bestimmt Stürme in seinem Leben und manchmal scheint es, dass die Stürme uns untergehen lassen. Und manchmal stellt das eben unseren Kopf, unser Leben komplett auf den Kopf. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Philippinen von vielen Naturkatastrophen heimgesucht werden. Im November letzten Jahres hat der Super-Taifun Vamco, was Sie hier auf dem Bild sehen, große Teile Manilas zerstört und überflutet. Und hier sehen Sie das Haus und das Hab und Gut auch eines unserer Pastoren. Da kam die Flut so plötzlich, da konnte sich die Familie nur noch in den zweiten Stock des Nachbarhauses retten. Aber ihr Haus und ihre Sachen waren alle zerstört. Und in dem Bibeltext und in dem Gleichnis sagt Jesus interessanterweise nicht, dass
falls die Stürme in unserem Leben kommen, sondern er sagt, wenn die Stürme kommen in unserem Leben und wir mittendrin sind. Und in den sichtbaren und unsichtbaren Stürmen, da gilt Jesu Zusage. Denn das Haus in dem Gleichnis, das bleibt ja nicht stehen, weil das Haus so schön aussieht oder so gut gebaut ist, sondern das bleibt stehen, weil es auf dem unerschütterlichen Fundament gebaut ist. Und das ist Jesus selbst. Ich möchte jetzt nicht, dass wir heute Morgen nach dem Gottesdienst unseren Tag weitergestalten und dann sagen, boah, jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen über das, was noch passiert in meinem Leben oder was gerade passiert, sondern ich wünsche mir, dass uns diese Hoffnung prägt, dass es unser Leben wirklich prägt, was diese Verse aussagen. Diese Hoffnung, diese eine Wahrheit, dass Jesus selbst das feste Fundament ist, wo wir sicher sind. Ein Fundament, wo wir erfahren dürfen, dass er alles ist, was wir brauchen, dass er unsere lebendige Hoffnung ist, das, was wir an Ostern feiern, dass er der auferstandene Jesus selbst ist. Und dass eben Christsein keine Vertröstung auf irgendwann später ist, dass wir irgendwann mal bei ihm im Himmel sind und da wird alles gut, das ist auch so. Aber das ewige Leben heißt ja Leben mit dem lebendigen Gott und das beginnt schon hier und jetzt. So bin ich einfach dankbar für dieses Gleichnis, was uns von dieser lebendigen Hoffnung erzählt und möchte jede Gelegenheit nutzen, um das zu leben. Leben, handeln und auch glauben mit der Gewissheit, dass Jesus selbst das unerschütterliche Fundament unseres Lebens ist, gerade in diesen Zeiten. Amen. Wir wollen miteinander beten. Barmherziger Gott, du hast Jesus, deinen Sohn von den Toten, auferweckt. Du hast die Macht des Todes gebrochen. Du, Gott, bist mächtig. Wir staunen und wir beten dich an. Als Auferstandener bist du, Jesus Christus, zu deinen Jüngern und Jüngerinnen gekommen, mit den Worten, Friede sei mit euch. Und immer wieder trittst du in unsere Mitte. Herr, das tut gut. Dafür danken wir.
Um deinen Frieden bitten wir dich, dass er unsere Herzen erwärmt und uns ermutigt. Herr, wir bitten dich für uns und unsere Mitmenschen, für alle, die sich krank und alleine fühlen, entmutigt sind und müde und die das in diesen Tagen besonders spüren. Wir bitten dich für unsere Kinder und Jugendlichen im Blick auf die Schule und ihre Freunde. Wir bitten dich für uns alle um Gesundheit, um Geduld und Vertrauen in den nächsten Tagen und Wochen und dass wir miteinander verbunden bleiben. Herr, wir bitten dich für die Arbeit der Allianzmission auf den Philippinen. Herr, du weißt um die Großstadt Manila, so viele Menschen, die da leben, so viele arme Menschen und eine große Ungleichheit von Arm und Reich. Herr, du weißt um die große Not, gerade bei Regen und bei Flut und besonders jetzt in Pandemiezeiten. Herr, wir bitten dich für Elena Reh und für die Vorbereitungen der Wiederausreise. Herr, wir bitten, dass du sie und ihr Team bewahrst und dass du sie stärkst für ihr Leben in Manila und für ihren Dienst. Wir bitten dich für die Partnerschaft mit den einheimischen Gemeinden, für die Projekte, für das Straßenkinderprojekt und für den Corona-Fonds. Und wir beten mit den Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen.
dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich. Gott segne dich. Zum Schluss noch einige Ansagen. Als Gemeinde warten wir erst einmal ab, was die Regierenden in der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden und warten auf die Vorgaben im Blick auf Regeln und auf Impfungen. Und dann werden wir als Gemeindeleitung darüber sprechen und das auch bekannt geben. Alles Weitere können Sie und könnt ihr in unserer Wocheninfo lesen. Am nächsten Sonntag, dem 18. April, werden wir wieder einen Videogottesdienst haben, hier bei YouTube. Vielen Dank für alle eingegangenen Spenden für unsere laufenden Kosten. Was die Kollekte für heute angeht, wenn Sie die Allianzmission und die Arbeit in Manila unterstützen möchten, können Sie das Geld überweisen auf das Konto der Allianzmission. Im Text unter dem Video finden Sie die Bankverbindung der Allianzmission und auch schon an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und noch einmal ein herzliches Dankeschön auch an Elena Reh. Schön, dass du heute hier gewesen bist. Wir wünschen dir eine gute Heimfahrt und bitte nimm ganz liebe Grüße an die Missionszentrale in Eversbach mit. Wir werden still für einen Moment des Segens. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen. To love with open arms like you.
Just a smile.